Einsatz für den Löschzug 230. Komm. Person droht abzustürzen. Karnerstraße 2 in Charlottenburg. 9.14 Uhr. Einsatz Nummer 98. Wache 230 kommen. Der Löschzug der Wache Suarez rückt aus. Der Grund? Ein Mensch droht abzustürzen. Was in den meisten Fällen auf einen Selbstmordversuch schließen lässt. Die Wache 230 in der Suarezstraße in Berlin-Charlottenburg gehört mit über 9000 Hilfeleistungen pro Jahr zu den Berliner Berufsfeuerwachen mit den meisten Einsätzen. Landstraße. Saminienplatz links rein, Parma halb rechts. Der 37 Jahre alte Hauptbrandmeister Harald Remmler ist bei diesem Einsatz Gruppenführer im Löschfahrzeug. Er ist verantwortlich für den Angriffstrupp, das heißt für die Kollegen, die den direkten Einsatz am Ort vornehmen. Er selber untersteht dem Zugführer. Halb rechts. Um 9.15 Uhr ist die Wache Suarez alarmiert worden. Vom Eingang des Notrufs, der in diesem Fall durch die Polizei kam, bis zum Eintreffen am Einsatzort braucht der Löschzug 4 Minuten. Florian, da läuft 230, drauf reinkommen. 230, 9.18 Uhr. Wir nehmen vor, ja? Gleich kommt doch vor. Ja, die Feuerwehr kommt gleich hoch. Von der Straße und vom Nebengrundstück aus ist der Lebensmüde nicht zu entdecken. Die Feuerwehr versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Der Angriffstrupp der Wache Suarez hat inzwischen das Dach des vierstöckigen Wohnhauses erreicht und die selbstmordgefährdete Person auf einem Hinterhausdach entdeckt. Der Löschzug einer benachbarten Bezirkswache trifft zur Unterstützung ein. Denn bei diesem Einsatz müssen 2 Sprungtücher eingesetzt werden. Um ein Sprungtuch zu halten und zu spannen, sind 16 kräftige Männer notwendig. So müssen die Feuerwehrleute, trotz doppelter Personalstärke, Polizeibeamte und Zivilpersonen um Hilfe bitten. Die soll angebunden werden an der Leine. Halt mal ein bisschen ab, unten. Gut. Ah ja. Okay. Es sind oftmals sehr viele Zuschauer vorhanden.
Für die ist das oftmals eine Attraktion, als ob sie sich im Zirkus befinden und irgendjemand, der auf dem Trapez sich befindet, der droht abzustürzen. Und manchmal hat den Eindruck, dass die Leute wirklich das erwarten, dass er runterfällt. Man kann natürlich nur hoffen, dass die Person durch diese Zurufe nicht noch aufgeschreckt wird und noch verunsichert wird und auf einmal doch sich die Sache wieder überlegt und probiert, herunterzuspringen vom Dach. Der Lebensmüde konnte in diesem Fall gerettet werden. Für die Zuschauer das Ende einer spektakulären Aktion, für die Feuerwehrleute eine alltägliche Hilfeleistung, die exakte Teamarbeit und schnelles Handeln erforderte. Für Gefühle blieb dabei kaum Zeit. Oberbrandmeister Wröde zum Ablauf der Rettungsaktion. Hier bei dem Einsatz droht Personen, Kramerstraße, wurde unten das Sprungtuch vorgenommen und in der Zwischenzeit habe ich dann mit der Fangleiter, weil die Durchsage kam erst auf einem Nebenhaus, versucht durch das Nebenhaus zu ihm zu gelangen und war durch Bodentür versperrt und habe ich eben mit der Axt die Tür aufgeschlagen, das Mauerwerk weg, um an die Person ranzukommen. Aber da war noch eine Luke und da haben wir dann über das Dach mit der Hakenleiter und Fangleine die Person gefunden und eben über die Fangleine haben wir ihn angeseilt und mit der Hakenleiter eben übers Dach geholt und haben ihm gut zugeredet und er war sehr depressiv, hat Selbsttötungsabsichten gehabt und haben ihn durch die Bodenluke runtergebracht und dann wurde er ins Krankenhaus gebracht. An sich ist es ganz alltäglich alles. Wird 100 Mal gemacht. Also breit, kommst du mit der Spitze, kannst du den Mauerstein wegbauen, hinten. Ist halt auch so weg. Wolfgang, Hakenleiter und Fangleiner, Fahrzeug, alle klar, fertig, sind abfahrbereit. So, Kollegen, die Person wurde in Sicherheit gebracht, von der Feuerwehr, der Polizei übergeben und wir können uns wieder zurück zur Wache begeben. Damit ist der Einsatz beendet und aufsitzen. Gefährliche Situationen kommen schon hin und wieder vor, wenn ich daran denke, an diese Sprungtucheinsätze. Wobei ja, ab und zu auch so ein bisschen Angst mit dem Spiel ist, weil dann, wenn die Person doch ins Sprungtuch springen muss, aus irgendwelchen Gründen auch immer, man ja doch ein bisschen Angst davor hat, dass sie nicht richtig aufkommt, dass er auf die Kollegen springen könnte, dass es einen selber erwischt. Genauso gefährliche Situationen gibt es beim Brand auf Großbaustellen. Dort sind oftmals Acetylenflaschen, Propanflaschen gelagert. Und wenn die dort zerknallen, dann könnte man auch schon daran denken, na, hoffentlich fliegt nicht eine so hoch und trifft mich persönlich. Genauso sind Tanklager oder auch Tanklastzüge, die eventuell umgekippt sind, die brennen können. Da ist eigentlich doch eine Situation gegeben, wo man doch sagen könnte, hier könnte ich also auch ein bisschen mit der Angst zu tun bekommen. Aber ich persönlich habe also einen Tanklastzugbrand und auch einen Brand innerhalb eines Tanklagers noch nicht erlebt. Bei unseren Einsätzen kommt es auch öfter zu Negativerlebnissen. Das heißt, dass wir eben mit dem Ableben einzelner Personen auch zu rechnen haben. Und findet wahrscheinlich auch eine Art Verrohungsprozess statt. Wobei ich sagen muss, dass man diese einzelnen Erlebnisse bei den nächsten Einsätzen so ein bisschen verdrängen muss, da man sich wahrscheinlich ansonsten nicht auf diesen Einsatz konzentrieren kann. Die Feuerwache Suarez ist eine Innenstadtwache. Technische Hilfeleistungen, wie zum Beispiel bei Verkehrsunfällen, gehören zum täglichen Brot. Zum Glück gibt es bei diesem Unfall nur Leichtverletzte. Die Spezialwerkzeuge der Drehleiter zum Befreien von eingeklemmten Personen werden nicht benötigt. Ebenso wenig die Schaumlöschanlage des Löschfahrzeugs. Der Zugführer leitet die Hilfsaktion. Er organisiert den Transport der Verletzten in das nächstgelegene Krankenhaus. In anderen Bundesländern wird das oft vom Roten Kreuz oder von ähnlichen Organisationen übernommen. Was ist mit dem Hund? Der bleibt hier. Der bleibt hier. Alles klar. Dann machen Sie erstmal zu, dass Sie weg können. Fahren Sie mit ins Krankenhaus. Ja, mit das auch mal. So, machen wir jetzt Krankenhaus klar und dann weg. Ja, nee, nee, das wollen Sie nicht. Ja, ja, wir lassen alles so stehen. So, wir zeichnen dann an. Haben wir schon. Was war alleine? Ja. Ach nee, warte mal. Gut, geht. Gut, besser wird's.
Weißt du? Die Unfallposition der Fahrzeuge wird markiert und die Straße geräumt. Ob spektakuläre Rettungsaktion oder alltäglicher Verkehrsunfall, die Feuerwehrmänner haben immer ihr Publikum. So, wenn alles klar ist, wir können aufsetzen und wir warten auf Polizei. Die Leiter kann nach Hause fahren, ja? Die Lagemeldung des Zugführers an die Polizei beendet den Einsatz der Feuerwehr. Jedenfalls Verkehrsunfall, zwei Fahrzeuge. Der Opel, der stand hier. Der Golf stand da. Zwei verletzte Personen ins Klinikum Charlottenburg. Die Mutter ist auch dabei. Ein Kind, ja? Ein Kind, ja. Der Fahrer von dem Opel ist der Herr und der Fahrer von dem Golf ist der an der schwarzen Jacke. Mhm. Ansonsten ist für uns alles erledigt. Wie weit die Verletzung? Weit bekannt? Waren mehr oder Schock weniger und Schock. Und Schock, Schock ja. Und also nicht lebensgefährlich. Aber hier ringfügig, so, ja. Ja, was zu erkennen war. Ja? Alles klar soweit? Alles klar, gut. Dann können wir uns nach Hause begeben. Ja, tschüss. Ja, bin im Alter von 22 Jahren durch einen Freund zur Feuerwehr gekommen. Habe vorher den Beruf des Malergesellen ausgeübt. Kenne seit dem damaligen Zeitpunkt meine Frau. Wir haben zwei Kinder. Carsten ist 15 Jahre alt. Florian ist 8 Jahre alt. Habe jetzt praktisch 15 Jahre bei der Feuerwehr hinter mich gebracht. Habe wahrscheinlich das Glück, weil meine Frau bei der Polizei tätig ist, dass wir uns sehr gut ergänzen, dass wir uns gut verstehen, dass jeder die Probleme des anderen ganz gut begreifen kann. Sie kommt mit ähnlichen Fällen in Berührung, mit denen ich auch in Berührung komme. Demzufolge ist vielleicht ein gewisser Gleichstand. Persönlich muss ich sagen, dass ich mit meiner Ehe eigentlich sehr zufrieden bin, dass die Frau einen natürlich auch entlasten kann, indem man sich ausspricht, wenn vielleicht Probleme diesbezüglich vorhanden sind, die man aus seinem Beruf mitbringt. Und wenn zu Hause sonst auch alles zur allgemeinen Befriedigung verläuft, dann ist das eigentlich schon eine ganz gute Angelegenheit. Und Scheidungsquote bei Feuerwehrleuten, ja, die wird wahrscheinlich genauso hoch sein wie in allen Betrieben, in denen Schichtdienst im Allgemeinen überhaupt geleistet wird. Nee. Wie war es bei dir heute? Ach, na ja, so durchwachsen. Wir hatten einmal droht Personen abzustürzen. Hat sich auf so einem kleinen Flachdach vom vierstöckigen Mietshaus hat er sich versteckt. Wollte eventuell Selbstmord begehen. Anfang 40 Jahre alt, der Mann. Aber warum er das machen wollte? Tja, ich weiß auch nicht, ob es mit dem Wetter zusammenhängt, dieser Wetterumschwung. Kalt, warm. Für manche ist es doch ganz schön depressiv mit dem Wetter. Sind ja sehr wetterabhängig. Ja, ja. Möglich ist es. Und können nur hoffen, dass die Leute rechtzeitig immer noch gerettet werden können, sonst wenn so eine Person von da oben runterstürzt, da besteht ja kaum eine Hoffnung, dass sie gerettet werden können. Die sind ja meist sofort tot. Schichtwechsel. In der Wache Suarez wird im 12-Stunden-Dienst gearbeitet. Von 7.45 Uhr bis 19.15 Uhr oder von 19.15 Uhr bis zum nächsten Morgen. Nach einem Dienst von 12 Stunden folgt ein freier Tag. Jede Schicht beginnt mit der Wachablösung. Gemeinsam mit dem Wachvorsteher und dem Zugführer ruft der Brandmeister vom Dienst zum Appell. Dienstzeiteilung für heute. Zugführer ist der Herr Wippermann, ja. Dem LF der Herr Jena, ja. Maschinist der Herr Runge, ja. Melder ein Telegrafist, A-Trupp die Herrn Remmler und Bartoschek, ja. Schlauchtrupp die Herrn Dukiert, ja. Und ein Telegrafist.
Die Elbe, meine Wenigkeit und der Herr Grund. Ja. RTW 1, Herr Schönwolf, ja. Herr Behnke und ja. Herr Graf Wunder. Die ja. Telegrafisten, die Herren Diener, ja. Brühe ja. und Fröde. Dienst eingeteilt. So, Fahrzeug an die Welt übernehmen. Wegen der unterschiedlichen körperlichen Belastungen arbeiten die 19 Feuerwehrmänner, die jeweils eine Schicht bilden, in wechselnden Funktionen. Hierbei ist auch der Schreibtischdienst im Fernmelderaum wichtig. Denn hier liegt die Alarmierungsanlage, die gekoppelt an die zentrale Feuerwehrleitstelle das Nervenzentrum der Wache ist. Jede Wache verfügt über einen kompletten Löschzug. Dazu gehört das Löschfahrzeug mit 800 Litern Wasser, mehreren hundert Metern Schlauch, Atemschutzgeräten und Werkzeug. Dann das Tanklöschfahrzeug mit 2400 Litern Löschwasser, die Drehleiter und drei Krankentransport- bzw. Rettungswagen. Nach der Wachablösung werden die Fahrzeuge und Geräte überprüft. Jeder Feuerwehrmann ist in der Funktion, in der er eingeteilt ist, verantwortlich für seine Geräte. Der Angriffstrupp überprüft die Trennschleifer und die Atemschutzgeräte. Der Wassertrupp testet Schläuche und Pumpen. Die Maschinisten, die gleichzeitig auch die Fahrer der Einsatzwagen sind, kontrollieren ihre Fahrzeuge und Maschinen. Durch die täglichen Kontrollen können Pannen und technische Defekte bei den Einsätzen gering gehalten werden. Trotz der modernen technischen Ausrüstung setzt der Beruf des Feuerwehrmannes viel Mut voraus, der nicht mit Abenteuerlust verwechselt werden darf. Bei all den unterschiedlichen Aufgaben, die die Feuerwehrmänner in den von Schicht zu Schicht wechselnden Funktionen zu bewältigen haben, ist der Dienst auf dem Rettungswagen, kurz RTW genannt, am anstrengendsten. Die meisten Einsätze von uns, die so ein bisschen nachhaltig in Erinnerung bleiben, werden auf dem RTW gefahren. Kommt auch natürlich vor, dass man in Verbindung mit dem Löschzug direkt bei Brennen natürlich auch Personen vorfindet, denen nicht mehr zu helfen ist. Und dann ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, Verbindungen zu Angehörigen zu schaffen. Dann muss man den Angehörigen das also doch schon beibringen. Das ist manchmal also nicht sehr einfach, weil die meisten Leute doch sehr unterschiedlich reagieren. Für uns ist manchmal doch die Situation also nicht so einfach zu meistern. Und bleibt dann oftmals nachhaltig haften. Da gestern was Besonderes gehabt auf dem RTW? Ja, doch, wir hatten gestern eine Reanimation gehabt von einem Kleinkind mit dem NRW zusammen. Und trotzdem wir 40 Minuten reanimiert haben und dann noch mit dem NRW zusammen in die Kinderklinik gefahren sind, haben wir es leider nicht geschafft. Tja. Wie alt war denn? 3 Monate, so ein kleines Würmchen. Ganz gut, dass ich nicht dabei gewesen bin, wa? Ja. Meine Tochter ist ja auch gerade ein Vierteljahr alt. Ja, geht einem doch ja. ganz schön unter die Haut. Mhm. Naja. Hätte ich meiner Frau, hätte ich das sowieso nicht erzählt. Hast du zu Hause erzählt? Ja, ich habe schon drüber gesprochen, denn irgendwie... Befreit einen doch ein bisschen, nicht? Kann man sich dann doch davon befreien, so ein bisschen, wenn man darüber spricht. Na, du hast jetzt einmal ein schöner, ein kleines Kind. Ja. Wenn dann auch so die Familie, die Eltern dann auch mit beistehen, fällt einem das doch schwer. Hat da Schwierigkeiten gehabt mit dem? Ja. Nein, das nicht, aber wenn man den Eltern das dann erklären muss, ist nicht einfach. Im letzten Jahr war der Rettungswagen der Wache Suarez über 4.300 Mal im Einsatz. Das waren fast 50% aller Einsätze der Wache. Bei diesem Notruf zu einer hilflosen Person arbeiten die Brandmeister Bernd Graf Wunder und Harald Behnke gemeinsam mit Harald Remmler, der hier Fahrzeugführer auf dem RTW ist. Sie sind auch alle als Rettungssanitäter ausgebildet.
Ja, was ist denn? Machst du mal den Stuhl fertig, der Bernd kommt runter, ja? Ja, verstanden. Von einem Feuerwehrmann wird einiges erwartet. Geistige Beweglichkeit, manuelle Geschicklichkeit und schnelles Reaktionsvermögen. Bewerber müssen eine gute körperliche Verfassung haben und dürfen nicht älter als 30 Jahre sein. Grundvoraussetzung für den Beruf ist eine Facharbeiter- oder Gesellenprüfung, möglichst in einem Handwerksberuf. Die Ausbildung selbst dauert 2 Jahre und umfasst unter anderem Kurse in der Bau- und Maschinentechnik, dem Funk-, Fernmelde- und Rettungswesen sowie in der Atemschutztechnik. Du mal aufstehen? Nee, werden Sie mal sitzen. Die hilflose Person, die Harald Remmler und seine Kollegen hier ins Krankenhaus bringen, hat, vielleicht als Folge eines früheren Schlaganfalls, einen Schwächeanfall erlitten. Schon auf dem Weg ins Krankenhaus kann im Rettungswagen erste Hilfe geleistet werden. Jetzt sind Sie 70 Jahre alt, ja? Ah ja, wird schon wieder. Ja, vor 2 Jahren hatte ich einen Schlaganfall. Ja. Ich auf der linken Seite. Ja. So, dass ich mich nicht mehr halten konnte. Ja. Sind Sie zusammengebrochen? Ja. Zu Hause oder auf der Straße? Nee, zu Hause. Zu Hause. Und ist es schnell bemerkt worden von Angehörigen? Ja. War Ihre Frau anwesend, ja? Haben Sie Asthma? Ja. Ja, dann nahmen die mich gleich mit den Armen und brachten mich zum Hausarzt. Ein bisschen Zellstoff, ja, wenn sie reinhusten oder so, ja. Da soll ich aufstehen. Hey, wenn du mal sitzen. Sie bleiben sitzen. So. Ist alles gut, lassen Sie mal alles so. Ja. Wir ziehen noch. Es gibt natürlich auch hin und wieder gute Erlebnisse, indem man dann irgendwelche Personen, die man unter schwierigen Bedingungen im Krankenhaus dem Pflegepersonal dort übergeben hat, wobei wir dann also nicht sofort erfahren, ob diese Personen überlebt haben oder nicht, dass man dann hin und wieder doch eine Art Dankeschreiben empfängt, woraus man dann also nachträglich ersehen konnte, dass die Person, die man damals ins Krankenhaus gebracht hat, die Sache überlebt hat. Und das ist dann eigentlich eine ganz angenehme Angelegenheit. Da wir eigentlich immer nur diese Art Vermittlerrolle spielen. Von der Bevölkerung zum Krankenhaus. Und wir sind eben das Glied, wobei sich eben die Leute bzw. die Bevölkerung erhofft, dass die Feuerwehr so eine Art kleines Allheilmittel sein soll, was aber oftmals eben nicht der Fall ist. Wir können ja nicht über unseren Schatten springen. Guten Tag. Wie ist denn Ihr Name, bitte? Erich Schäfer. Mein Name ist Kleiner. Ja, okay, macht. Darunter jetzt, ja? Lützen 12. Ja. Und ihr seid der RTW 230. Herr Schäfer, gute Besserung, ja? Ja, ich danke Ihnen. Ihre Frau, die kommt ja dann demnächst. Ja, ja, gut, Wiedersehen. Okay, tschüss. Was macht denn einen guten Feuerwehrmann aus? Was muss der für Fähigkeiten haben? Der muss einfach mit jeder Situation, die auf ihn zukommt, fertig werden. Der muss schnell reagieren können. Der muss einfach da weiter wissen, wo andere Leute eben nicht weiter wissen, die uns eben rufen. Der muss also auch körperlich fit sein. Nicht, wenn er jemanden 4 Treppen runtertragen muss, muss er dazu also auch in der Lage sein. Nicht, oder wenn er zum Beispiel
einen Einsatz hat im Feuer, dann hat er ja die ganzen Gerätschaften zu tragen und da kommen auch Gewichte zusammen. Und er muss eben seine Geräte, die muss er auch beherrschen. Und kommt ja vor, dass man jeden Tag einen anderen Posten hat. Mal ist man ein Fahrer, dann ist man auf dem RTW, dann auf dem Löschfahrzeug, auf der Drehleiter. Und da kommt ja jeden Tag eine andere Arbeit auf einen zu. Und da muss man ja alles beherrschen. Also. Denn die Verantwortung, die man da trägt für die Menschen, also die ist doch ziemlich hoch, meiner Meinung nach. Denn die Leute verlassen sich ja auf uns. Das aber macht aber auch viel Spaß, unser Beruf. Denn es ist immer ein bisschen Abenteuer, ist doch bei. Und man weiß ja auch gar nicht, wenn man hier ankommt, abends oder morgens, was einem bevorsteht. Es ist immer wieder was anderes, jeden Tag. Ich war früher zum Beispiel Werkzeugmacher, also da bin ich jeden Tag hingegangen und der wusste genau, was ich zu machen habe. Und habe ich mir überlegt, da musst du das jetzt noch 20, 30 Jahre machen. Also dann habe ich mir überlegt, was ich da machen kann. Und dann bin ich dann zur Feuerwehr gegangen und das gefällt mir sehr gut. Ist abwechslungsreich. Man kann sagen, der Beruf hat eigentlich ein Minimum an Routine. Jeder Einsatz ist ja hat immer irgendwie ganz neue Faktoren und ganz neue Schwerpunkte, auf die man sich eben einstellen muss. Und durch die Ausbildung wird man eigentlich auch ganz gut vorbereitet, sich eben für jeden Einsatz also gleich einstellen zu können. Bei diesem Zimmerbrand in der Pension in der Kantstraße wurde unser Löschzug alarmiert. Dort fanden wir viele Leute, teilweise Asylanten, schon auf den Fenstersimsen dieses Hauses vor, die sehr erregt schienen. Dazu kam eine starke Qualmentwicklung und man hatte die Befürchtung, dass Leute aus dem ersten bzw. zweiten Stockwerk in die Tiefe springen wollten. Das war zum Glück nicht der Fall. Die Leute wollten nur sehr auf sich aufmerksam machen, dass innerhalb dieser Wohnung in einem Zimmer ein Brand ausgebrochen war. Der Zugführer in Verbindung mit dem Angriffstrupp ging sofort zu dieser Wohnung, die im ersten Obergeschoss lag, und probierten den Brand einzudämmen. Währenddessen bekam ich vom Zugführer die Anweisung, die anderen Trupps dementsprechend einzuteilen, dass der Angriffstrupp und der Zugführer Unterstützung fanden. Bei diesem Einsatz war ich als Gruppenführer tätig und hatte die Verbindung zwischen Zugführer und der Löschzugbesatzung zu erfüllen. Die Drehleiter wurde vorgenommen und als zweiter Rettungsweg an das zweite Obergeschoss angelegt. Kontrollieren Sie nochmal die Wohnung, ob alle Leute raus sind, ja. Inwieweit die Verqualmung ist, ob die Wohnungen auf sind, ansonsten alles belüften. Mhm. Ebenfalls nochmal Treppenraum belüften. Das ganz oben konnten wir nicht durchgehen. Der Trupp ist noch oben, ihr geht nur so weit, ja, wie ihr könnt. Ja. Mhm. Die Flüchtlinge zum Teil und auch Bewohner des Hauses versammelten sich in dieser Zeit im Treppenraum bzw. im Hausflur und wurden von mir dann auf den Hof bzw. auf die Straße mit Hilfe der Polizei gedrängt, um das einwandfreie Arbeiten der Feuerwehr zu gewährleisten. Der Zimmerbrand erwies sich glücklicherweise nicht als sehr folgenschwer, da er schnell eingedämmt werden konnte und lediglich eine große Rauchentwicklung dabei entstand. Personen, keine Tiere, kein Nichts. Die Wohnung geöffnet, alles belüftet, Tür ebenfalls belüftet. Alles klar, ja. Gut, dann würde ich sagen, setzt erstmal ab und wartet auf weiteres. Ja? Unser Löschzug, der wie immer aus vier Fahrzeugen bestand, ist mit
15 bis 16 Kollegen besetzt, die innerhalb dieses Feuers natürlich auch schnell verbraucht sind. Wenn dieses Feuer sich dort schnell ausgebreitet hätte, hätten also noch zwei oder ein weiterer Leuchtzug zur Unterstützung herangezogen werden müssen, von anderen Wachen dementsprechend. Also wie gesagt, hier ist nur der Putz in der Ecke, hat es gebrannt, gerümpelt. Wir haben jetzt soweit auf den Hof befördert und ansonsten feststellbar, ob es Brandstiftung war, kann ich nicht feststellen. Zur Zeit nicht, ich würde sagen, ich übergebe euch jetzt soweit. Ich weiß nicht, holt ihr die Kripo noch? Ja, wir holen die Kripo. Ja. Waren überhaupt Menschen in der Gefahr? Wurde evakuiert? Menschen wurden keine evakuiert, wir haben nur das ganze Haus räumen lassen, weil die alle sehr unruhig waren. Ja. Auch keine vergifteten oder auch vergifteten Personen. Keiner ins Krankenhaus? Keiner ins Krankenhaus. Okay, das ist wert dann. Ihr wart mit Ihrem Zug hier? Wir waren mit dem Löschzug 230 hier. Ja, das ist wert dann. Gut. Alles klar, ja? So, wie viel Rohre habt ihr eigentlich hier? Nach jedem Einsatz muss von uns auch ein Bericht gefertigt werden, ab und zu ein Hilfeleistungsbericht oder ein Brandbericht, aus dem hervorgeht, wie viele Kollegen an diesem Einsatz beteiligt waren, welche Geräte vorgenommen wurden. Muss deshalb getan werden, um Nachweise zu haben für Versicherungen, Geschädigte, Polizei, damit Informationen, die noch nachträglich kommen können, von der Feuerwehrseite ausgegeben werden können. Ich gehe mal davon aus, dass ihr so risikofrei arbeitet, dass eigentlich das Gefühl Angst nicht vorkommt. Ja, man überlegt das nicht. Was meinst du? Also vielleicht auf der Fahrt hin zur Einsatzstelle vielleicht ja nicht mal. Wie gesagt, das kann eventuell schon während des Einsatzes, wenn man drin ist und arbeitet und irgendwas macht, da kann eben eventuell mal der Gedanke kommen und sagen, entweder ist das gut gegangen oder nicht. Ja, meistens geht es ja gut. Und berufen, ja, also, wie gesagt, das kann schon sein, wenn man, wie gesagt, wenn man zurückkommt zur Wache und diskutiert darüber und sagt, Mensch, da warst du nicht ganz so vorsichtig, das hätte passieren können, da beim Feuer, da hätte man einstürzen können oder irgend sowas nicht. Aber wie gesagt, wenn man dann weiß bei der Arbeit irgendwie, da denkt man vielleicht doch nicht ganz so dran, nicht, weil man dann erstmal versucht, irgendwie Feuer auszumachen, überhaupt Menschenleben zu retten oder irgend sowas nicht. Nachher kann vielleicht das andere kommen, wenn man sich das vielleicht hinterher anguckt, wenn alles eben erledigt ist, die Arbeit. Ach, Donnerwetter, Mensch, da bist du dann mal gut rausgekommen, ja. Ja, aber Angst kannst du nicht möchten. Naja, direkt nicht Angst. Was ist denn so das Schlimmste für euch, was passieren kann? Kinder, mit Kindern. Na, ich würde sagen, vielleicht sogar bei einer Gasvergiftung. Es sei denn, es ist einer gewillt, durch Gas in den Tod zu gehen. Manche, es gibt ja Leute, die erkennen das schon irgendwie, machen vielleicht einen Zettel an, draußen an ihre Tür, stoppen alle Ritzen zu und sagen, Vorsicht, ich vergifte mich jetzt hier mit Gas. Bloß bei wem man das nicht weiß. Ich meine, das reicht ja schon, alleine einen Klingelknopf oder irgendwas oder Licht anmachen, gibt es einen Funke und das ist die größte Gefahr. Ja, nicht mit. Nicht? Oder Kühlschrank geht alleine an, ich gebe einen Funke, da kann das ganze Haus in die Luft gehen und man fliegt selbst durch die Luft, kann weiß ich was, wie das aussehen kann. Nicht? Das ist mitunter doch mit Vorsicht zu genießen, ja. Vor allen Dingen bekannte Personen, die einem vielleicht ein bisschen nahestehen. Ja, wenn oder Verwandte so sein, mit, Bekannte ja. sein, Kinder sowieso. Alle Fälle, ja, ja. Sind einen Sachen, die dann schon nahe gehen. Mhm. In der Nacht fällt die Wartezeit zwischen den Einsätzen schwerer als am Tag. Wer nicht als Zug- oder Gruppenführer an den Einsatzberichten oder Dienstplänen sitzt, der beschäftigt sich nachts auf andere Weise. Zum Beispiel mit Kartenspielen oder Billard. Das Warten auf den Notruf dauert in der Regel länger, als es den Anschein haben mag. Auch ein Griff zur Bierflasche kann die Wartezeit nicht verkürzen, denn es herrscht absolutes Alkoholverbot. Der interessante und abwechslungsreiche Beruf, so eine Informationsschrift für Bewerber, bietet einem 20-jährigen Feuerwehrmann-Anwärter knapp 1.200 Mark brutto im Monat. Nach 15 Dienstjahren kann er als Hauptbrandmeister im mittleren Dienst mit einem Gehalt von 3.200 Mark rechnen. In anderen Berufen mag sich das Geld leichter und schneller verdienen lassen. Und so ist es nicht verwunderlich,
dass die Berliner Feuerwehr Nachwuchsprobleme hat. Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr aktiver Feuerwehrmann sein kann, wird in den Innendienst versetzt oder vorzeitig pensioniert. Uhrzeit 10 bis 30 Einsätze in 24 Stunden. Das heißt etwa 800 im Monat, allein in der Wache Suarez. Vom Eingang des Notrufs bis zum Ausrücken der Fahrzeuge brauchen die Männer in der blauen Uniform knapp 45 Sekunden. Für die Feuerwehr ist das Löschen von Bränden nur eine von vielen Aufgaben. Die Liste der Hilfeleistungen ist umfangreich. Bergung von Verschütteten, Ertrunkenen, Erhängten, Verunglückten und die Rettung von Lebensmüden. Die Feuerwehr rückt aus, wenn nach einem Gewitter die Keller überflutet sind und umgestürzte Bäume die Straße blockieren. Sie holt Katzen von den Bäumen, beseitigt Öllachen und öffnet Wohnungstüren. Die Feuerwehr macht fast alles. Anrufer. Florian 1230, TLFDL und RTW treffen ein. Nähe zur Einsatzstelle bekannt. Kommen. Zum viertes Obergeschoss. 23:20 Uhr, Gender. Die Beamten des Feuerwehrtechnischen Dienstes sollen bei Bränden, Unglücksfällen und Notständen geordnete und sinnvolle Hilfe leisten. So schreiben es die Richtlinien des Berufes vor. Weiter heißt es, der entscheidende Wert einer Berufsfeuerwache liegt in der Tatsache, dass geschulte und erfahrene Einsatzkräfte in kürzester Zeit zu jeder Tages- und Nachtstunde verfügbar sind. Für die 3000 Berliner Feuerwehrleute gab es im letzten Jahr knapp 160.000 Einsätze, davon über 24.000 Fehlalarme, teilweise in der Annahme einer Notlage, teilweise aber auch durch Böswilligkeit verursacht. Wir waren im dritten Obergeschoss im Vorderhaus, im vierten Obergeschoss hinter dem Haus, ebenfalls im Dachgeschoss, haben nichts vorgefunden. Und damit ist für uns der Fall erledigt. Ja? Wir machen Böswilligenalarm. Wiedersehen. Wiedersehen. So, hier Melder, Böswilligenalarm. Alles und ansonsten okay. Gut, können wir aufsitzen, ja. Als wir auf der Einsatzstelle eintrafen, fuhr parallel zu einem anderen Feuer in unserem Bezirk der Leuchtzug der benachbarten Wache. Und somit war die benachbarte Wache praktisch oder beziehungsweise der benachbarte Bezirk ohne Leuchtzug. Da sich nun herausgestellt hat, dass es ein böswilliger Alarm war, kann man diese Reihenfolge natürlich fortsetzen, sodass praktisch jeder Bezirk nacheinander immer ohne einsatzfähigen Leuchtzug zur Verfügung steht. Was natürlich nicht günstig ist, da ja auch andere Bürger noch die Hilfe der Feuerwehr benötigen. Und ich persönlich wünsche eigentlich nur den Leuten, die die Feuerwehr böswillig alarmieren, dass sie selber mal in arge Not geraten und dann erst wissen, wie traurig sie doch dastehen, wenn die Feuerwehr nicht für sie zur Verfügung steht. In der letzten Zeit sind leider häufig diese böswilligen Alarme haben zugenommen und wir können uns also nicht erklären, aus welchen Gründen dies geschehen ist. Ja, wir müssen damit leben, mit den böswilligen Einsätzen, und Aggressivität baut sich in uns, würde ich sagen, nicht direkt auf, denn wir wollen ja helfen, wir helfen gerne, es ist unser Beruf. Natürlich sind wir ärgerlich, wenn wir feststellen, dass wir unnütz gerufen wurden und vielleicht woanders anderen Leuten, die Hilfe brauchen, helfen könnten. Ich gehe mal davon aus, dass ihr bei eurer Tätigkeit in einer Art extremer Alarmbereitschaft seid. Naja, hier mit den eine Minute zur anderen da sein, das ist schon richtig, wenn man nachts meine Ruhezeit hat und schläft ja doch mal ein. Aber dass du dann gleich die Straße weißt, wo du hin musst als Fahrer oder Maschinist, das ist schon manchmal eine Leistung. Das schon? Aber wenn man jetzt von dem Einsatz wiederkommt,
manchmal geht das ja doch nicht spurlos vorüber, dass man dann nur gleich abschalten kann und sich gleich wieder hinlegen kann. Und nachts, meinetwegen, das ist nachher mehr oder weniger Gewohnheitssache. Also man schaltet kolossal ab dabei. Und auch, man schläft eben ein oder nicht. Der eine kann nicht schneller, der andere kann nicht langsamer. Und genauso stützen ja zu Hause auch die Ehefrauen, die sagen, man kann auf Bestellung schlafen. Richtig hin, Augen zu, weg ist man. Ein anderer, der kann das eben nicht. Das lernt man in dem Beruf. Und das, wenn man sagen, das Abschalten, das muss man in dem Beruf können. Kann ja nicht, wenn sich einer ein Ding hier vor den Zug geschmissen hat, oder halt, dass ich ein Mitgefühl habe, das ist vielleicht klar, aber 5 Minuten später habe ich das vergessen. Muss man denn. Wie siehst du das? Ja, muss man also genauso handhaben, wie Winfried eben sagte. Weil bei der Häufigkeit der Einsätze, gerade auf dem RTW, ja doch hin und wieder vielleicht ein paar unglückliche Erinnerungen eintreffen und das Publikum, mit dem man da zu tun hat, man kann nicht also mit dem Mitleid haben. Man kann nicht so direkt auch nach dem Alarm noch mit den Leuten mitfühlen, weil die anderen Tätigkeiten ja dann einen voll in Beschlag nehmen. So muss jeder damit fertig werden. Wird wahrscheinlich für den einen oder anderen jüngeren Kollegen am Anfang nicht ganz so einfach sein. Aber im Laufe der Jahre stumpft man eben wahrscheinlich ein bisschen ab. Für LF, TLF, DL, der RTW, AWUS Raststätte, am Funkturm, an der Tankstelle, Charlottenburg, 4:44 Uhr.